Moin Moin, Miro hier. Ich wurde von Chris vom Kanal Ingvar Christophson getaggt, doch mal ein Video darüber zu machen, nach welchen Kriterien ich meine Messer aussuche. Ja, es tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe für das Video, aber ich hatte dir ja schon angekündigt, dass ich es erst machen kann, wenn ich wieder in Deutschland bin. Jetzt bin ich in aller Ruhe angekommen, habe mich wieder ein kleines bisschen an das Thema Messer herangetastet und ja, ich habe jetzt richtig Lust, das Video für dich zu machen. Ich hoffe, es gefällt. Okay, ja, nach welchen Kriterien suche ich meine Messer aus? Es sind wahrscheinlich ziemlich ähnliche wie bei allen anderen Leuten auch, aber ich gehe es mal durch. Für mich ist wichtig, zum einen, oder sagen wir mal, entscheidend ist für mich die Größe und die Handlage der Messer. Ich habe ja relativ kleine Hände und dementsprechend muss das Griffdesign sehr universell sein, wenn das Messer mir auf jeden Fall gut in der Hand liegen soll. Und bei diesem Kaiser 403A1 ist das zum Beispiel der Fall. Das sollte so ziemlich jede Handgröße ganz gefällig finden. Bei dem Sanremo 910 Plus ist das genauso. Das liegt einfach wunderbar in der Hand. Natürlich ist noch Platz nach hinten, aber das macht ja nichts. Ja. Es gibt aber auch Messer, die mir nicht ganz so angenehm in der Hand liegen. Die sind jetzt dementsprechend natürlich nicht auf dem Tisch. Die kommen entweder gar nicht erst zu mir, weil ich das schon sehe. Solche Fingermulden sind zum Beispiel immer gefährlich für mich, besonders dann, wenn es mehr als eine ist, weil die, man sieht das auch, meistens auf Finger ausgelegt sind, die eine ganze Ecke dicker sind als meine. Oder sagen wir mal, breiter. Ja, wenn dann zwei so Fingermulden aneinander sind, dann kommt das meistens nicht so gut hin bei mir. Ich tendiere dementsprechend in letzter Zeit auch immer mehr zu Messern, die ein bisschen kleiner sind, wie zum Beispiel das Kaiser. Lesen wir mal lieber ab. Die Modellnummer war. Ach ja, KI 3404A3. Das Messer liegt mir wirklich wunderbar in der Hand, hat auch, wie man sieht, die exakt perfekte Größe für mich und auch die Fingermulde ist genau für meine Finger gemacht. Kleines bisschen stört mich mittlerweile der Clip, der könnte ein bisschen niedriger sein. Aber ansonsten, das Messer ist genau richtig für mich. Und ja, man kommt eben auch mit dem Spielspaß und damit sind wir beim nächsten Punkt nicht zu kurz, denn es ist ein Flipper, der auch noch richtig gut flippt. Ich komme in letzter Zeit so ein kleines bisschen von den Daumenpins weg. Die stören mich nämlich beim Schneiden. Also wenn man zum Beispiel Brot schneidet oder irgendwas, was ein bisschen höher ist sozusagen ein Schnittgut, dann kommen mir die Daumenpins ab und zu ins Gehege. Kann auch passieren, dass zum Beispiel beim Abziehen über dem Leder, wenn der Winkel sehr, sehr niedrig, sehr flach gehalten ist, die Daumenpins ja gefährlich nahe rankommen könnten. Von daher versuche ich ein bisschen von den Daumenpins wegzukommen. Das heißt, Messer wie dieses oder dieses werden vielleicht nicht unbedingt ewig bei mir bleiben. Da ist dann alles, was es an Flipper-Designs gibt, toll, die auch ohne Daumenpins auskommen. Und der Spielspaß ist dadurch eben auch gegeben. Funktionalität und Spielspaß in einem, das ist immer super. Oder auch hier beim Spyderco UKPK, was ich jetzt neu habe. Da kann man wunderbar das Messer aufmachen und das Klingenloch stört aber kein bisschen, wenn man irgendwas schneidet. Ganz nebenbei sind die Klingen wirklich, was die Schneidleistung angeht, ganz, ganz oben mit dabei. Das ist klasse. Und legal zu führen ist das hier jetzt sogar auch noch. Das ist auch so bei dem kleinen Kaiser 3307. Kann man ja auch irgendwie mit einer Hand noch öffnen und es hat einen Bombenklingengang, was für mich auch recht wichtig ist. Das war mal vom Design und dabei sind wir jetzt bei der Ästhetik angekommen. Nicht so ganz mein Fall, es war nämlich schön bunt, wesentlich bunter noch als das 403 hier. Hier ist die Anodisierung zumindest für Kaiserverhältnisse ziemlich, ziemlich schlicht. Da. Ja, Schlichtheit ist auch ein Schlagwort. Man sieht, keins dieser Messer ist besonders auffällig. Und das ist mir ebenso wie eine klare Linienführung relativ wichtig. Aber
Ja, es muss nicht immer eine klare Linienführung sein. Auch sowas kann interessant sein. Also die Messer müssen irgendwas haben, was ich noch nicht in meiner Sammlung habe. Und Spielspaß, Ästhetik, die Handlage, auch hier wieder sehr universell. Das passt in meine Hände, das passt in Stefans Hände, von dem ich das Messer habe. Und es ist auch wirklich angenehm, damit zu arbeiten, durch den abgerundeten Klingenrücken, der echt toll ist. Naja, und wenn ein Messer so einen Klingengang hat, ne, dann kann man es doch eigentlich nur lieben. ja. Und so Messer wie dieses Mini Griptilian von Benchmade, mein erstes Benchmade, die sind dann für mich wirklich, ja, das Messer. Und das Benchmade ist für mich momentan auch das Messer. Es ist mit einer Hand zu öffnen. Es hat einen wunderbar weichen Klingengang. Man kann es aufschnippen. Oh, gefährlich. Auf verschiedene Arten und Weisen. Gebissen hat es mich auch schon beim Üben. Ja, kriege ich noch nicht so ganz hin. Muss ich noch üben mit dem Mittelfinger. Und es lässt sich sehr gut damit arbeiten. Es hat einen sehr tauglichen Anschliff. Schönes Jimping, das aber noch nicht zu aggressiv ist, wenn auch schon grenzwertig. Und es hat eben wieder einen universellen Griff, der dann auch noch, und das ist wirklich ein schöner Bonus, genau die richtige Größe für mich hat. Und einen coolen Verschlussmechanismus. Und das gehört ja auch wieder zu dem Spielspaß. Axis Lock ist cool. Frame Locks machen Spaß. Ich weiß nicht, die machen alle irgendwie Spaß. Es ist alles ziemlich toll. Ich hatte jetzt auch ein Button Lock mal in der Hand. Das Messer liegt hier leider gerade nicht. Aber auch Liner Lock. Wie zum Beispiel bei dem Sage 1, was ich gerade zu Besuch habe. Jetzt wollte ich angeben, es klappt natürlich nicht. So, auch das macht Spaß. Wobei ich versuche, zumindest jetzt bei meinen letzten Käufen, ein bisschen vom Liner Lock und Frame Lock wegzukommen. Denn wenn die Klinge einen zu guten Klingengang hat, dann könnte es ja schon mal passieren, dass einem das Messer beim Zuklappen auf die Hand fällt. Wenn man so wie ich beim Spielen manchmal nicht so ganz drauf achtet. Von daher sind so Sachen wie der Axis Lock oder ein Button Lock ganz cool. Oder eben auch mal einfach gar keiner, sondern stattdessen Slipjoint-Mechanismus. Und dann kann ich das Messer guten Gewissens oder jedenfalls ohne jede Angst mitnehmen. Ja, die letzten paar Punkte sind einmal der Preis. Klar, auf dem Tisch hier liegen jetzt nicht die allerteuersten Messer. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das Kaiser ist das teuerste oder das Kaiser ist das teuerste. Also so bis 100 Euro würde ich gehen oder 150 mal. Das Benchmade habe ich ganz günstig aus den Staaten bekommen. Das hat 70 Euro gekostet, darf man gar nicht sagen. Oder hier das Quasar zum Beispiel, das kostet auch deutlich unter 80. Und zusammen mit den Modifikationen macht es jetzt auch super Spaß. Damit kommen wir auch wieder auf noch einen Punkt und das ist der letzte und das sind die Emotionen. Ich finde irgendwie, wenn man ein Messer irgendwie ja, besonders bekommen hat oder eine Geschichte dahinter hängt, dann ist das auch ein wirklich wichtiges Kriterium für die Anschaffung. Das Quasar zum Beispiel, das habe ich ganz normal aus China direkt vom Hersteller gekauft und war dann nicht hundertprozentig zufrieden damit und dann hat der liebe Emir mir hier diesen echt geilen Clip, von dem ich gar nicht satt werden kann, daran gemacht. Sehr viel Arbeit, auch ein bisschen Frust für ihn, aber er hat es am Ende dann wirklich perfekt hinbekommen. Und durch solche kleinen Modifikationen, wenn sie dann auch noch von Freunden kommen, wächst einem Messer dann doch wirklich noch mehr ans Herz. Ja, besonders wenn alles andere an dem Messer auch stimmt. Genauso ist es hier bei dem Ganso, das habe ich vom Stefan. Das Spyderco habe ich vom Mike, auch ein lieber Messerfreund, und so geht das dann immer weiter. Ja, also Messer, die Größe, die Handlage, der Spaßfaktor, die Ästhetik, es muss mir natürlich gefallen vom Aussehen her, die Funktionalität und dann im Endeffekt auch der Preis. Aber ganz wichtig ist auch die Emotion. Und bevor ich es vergesse, das Messer überhaupt anzusprechen, auch Victorinox macht natürlich tolle Messer. Da ist es dann vor allem die Funktionalität, die entscheidend ist. Und der Preis. Ja, ich hoffe, ich habe nicht zu so viel gebrabbelt. Chris, das Video ist hoffentlich in deinem Sinn ausgefallen. Mir hat es richtig Spaß gemacht, mal wieder von der Leber weg so einen kleinen Mini-Knife-Talk zu machen. Danke für das Thema, auch an deinen Vater.
echt eine coole Tagging-Runde. Ich weiß jetzt nicht, wer schon alles mitgemacht hat, deshalb werde ich niemanden taggen. Ich bin ja ziemlich spät dran. Ich schaue aber mal, vielleicht mache ich das Video auf Englisch nochmal. Ist ja ganz interessant. Dann würde ich auf meinem englischen Kanal, also auf meinem internationalen Kanal drüben jemanden taggen. Gut, das war's von mir. Vielen Dank für diese tolle Gelegenheit, so ein Video zu machen. Und Grüße aus dem Norden.